Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Mein Name ist Stefan und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Lightroom Tutorials. Heute geht es mal um das Thema Landschaften bearbeiten. Und wie ihr hier seht, habe ich hier ein Landschaftsbild von der Sächsischen Schweiz. So sieht das Ganze vorher aus und so sieht das Ganze aus, wenn wir fertig sind. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Training. So, fangen wir einfach mal an. Ich werde es heute nicht vergessen, euch die Einstellung gleich am Anfang zu zeigen. Ich war für dieses Foto in der Sächsischen Schweiz und zwar genauer gesagt am Aussichtspunkt von der Basteibrücke und habe dann einfach mal die Kamera ein bisschen weiter nach links geschwenkt zu einem wunderschönen Sonnenaufgang. Ich war schon dort, bevor der Sonnenaufgang überhaupt angefangen hatte, habe dann aber doch eine ganze Weile gewartet, bis das Licht wirklich richtig schön war. Ihr seht, also die Sonne war schon ein Stück weiter oben, aber dann hat es hier unten so ein bisschen Nebel gegeben und man hat wirklich schön die Sonnenstrahlen gesehen, also das ist hier wirklich die original RAW-Datei, da ist noch gar nichts dran gemacht und man sieht richtig schön die Sonnenstrahlen hier, deswegen gefällt mir das Foto besonders gut und ich zeige euch jetzt einfach mal meine Einstellung, die ich hier genommen habe. Ich war wieder mal bei einer Blende 8, um alles schön scharf zu bekommen. Ich hatte den ISO wieder auf 100 gestellt und war dann schon bei einer 250. Sekunde. Also es war schon relativ hell. Ich hätte es eigentlich auch ohne Stativ machen können. Ich mache trotzdem sowas immer mit Stativ, einfach um die Kamera exakt auszurichten und um den exakten Bildschnitt so hinzubekommen, wie ich ihn möchte. Okay, fangen wir einfach mal an mit der Entwicklung. Ich gehe hier wieder auf das Entwickeln-Modul und mache meinen üblichen Workflow, das heißt, ich werde als erstes mal wieder die Lichter etwas aufhellen. Das ist hier in dem Bild ganz besonders notwendig, denn ich habe so ein bisschen geguckt, dass die Sonne schon relativ hell ist und da sollte nicht zu viel Überstrahlung drin sein. Deswegen habe ich das ganze Bild etwas unterbelichtet. Aber ich gehe so mit den Tiefen auf ungefähr plus 76, das ist ein sehr guter Wert hier. Und die Lichter gehe ich runter auf ungefähr, so gefällt mir schon ganz gut. Okay, jetzt haben wir schon den Dynamikumfang extrem erhöht. Ihr seht jetzt, wir haben jetzt hier so ein paar kleine Probleme mit den Flares von der Sonne. Die werden wir nachher dann noch ein bisschen wegmachen. Das soll uns jetzt erstmal nicht weiter stören. Ich werde jetzt als nächstes die Alt-Taste drücken und den Weißpunkt setzen. Ein ganz kleines Stück werde ich ihn nach oben setzen, bis ich ein paar weiße Lichter hier sehe. Ja, hier kommen sie, hier ist die Sonne zu sehen. Und die möchte ich eigentlich dieses Mal komplett so haben, dass es nicht weiß überstrahlt ist. Es sieht jetzt schon sehr weiß überstrahlt aus, aber es ist gerade noch so, dass wir nicht bei 100% weiß sind. Und das gleiche mache ich jetzt mit den Schwarzwerten. Ich halte auch hier wieder die Alt-Taste gedrückt und gehe mit den Schwarzwerten etwas weiter runter, bis wir ein bisschen schwarz sehen. Ja, hier kann es ruhig ein bisschen mehr sein, dass wir noch ein bisschen mehr Schatten drin haben. Das sieht so ganz gut aus, gefällt mir sehr gut. So, okay, das ist die Grundbearbeitung. Ich gebe noch ein bisschen Kontrast hinzu. Dann werde ich auf jeden Fall die Klarheit noch ein wenig heruntersetzen, einfach um, ja, wie immer, dem HDR-Look ein wenig entgegenzuwirken. Und so gefällt mir das schon ganz gut. Was jetzt noch hier oben stattfinden muss, ist auf jeden Fall der Weißabgleich, denn auch hier war ich wieder mit dem Weißabgleich nicht ganz richtig. Ich werde einfach mal durch die Presets durchgehen. Diese Presets seht ihr übrigens nur, wenn ihr im RAW-Format fotografiert. Also wenn ihr ein JPEG bearbeitet, dann werdet ihr diese Presets nicht angezeigt bekommen von Lightroom. Deswegen empfehle ich immer, mit RAW-Dateien zu fotografieren, um einfach auch keinen Qualitätsverlust in der Bearbeitung dann später zu haben. Und ich werde jetzt hier, weil es ein Sonnenaufgang ist, genauso wie beim Sonnenuntergang, mal das Preset Schatten ausprobieren. Ja, das macht das ganze Bild sehr, sehr warm. Ganz so warm war es dann doch nicht. Deswegen gehe ich jetzt hier ein Stück wieder zurück. Also ich kann mich noch sehr gut an die Szene erinnern. Es war wirklich ein schönes, warmes Licht, aber ganz so warm war es dann doch nicht. Okay, so, ich werde jetzt hier noch das Magenta ein klein bisschen dazugeben. Ja, so gefällt mir das schon ganz gut. Ich achte jetzt eigentlich auch mehr auf den Vordergrund hier als auf den Himmel, weil den Himmel, den werde ich jetzt gleich noch ein wenig wieder ins Bläuliche ziehen. Und dafür nehme ich hier einen Verlaufsfilter und werde jetzt als erstes hier mal einen Verlauf vom Himmel runterziehen. Ja, ungefähr so noch ein bisschen über den Horizont oder unter den Horizont hinaus. Und werde jetzt einfach mal hier den Farbton etwas abändern, dass wir den Himmel wieder etwas bläulicher bekommen. So, die Rot- oder Magenta-Werte nehme ich hier auch noch wieder raus und gehe sogar so noch so ein bisschen ins Grünliche rein, um einfach diesen bläulichen Ton vom Himmel wieder ein bisschen reinzukriegen. Und so gefällt mir das schon sehr gut. Ich werde jetzt hier das Ganze bestätigen, indem ich auf Fertig klicke. Und ich werde jetzt
auf der anderen Seite, also hier im Vordergrund, auch nochmal einen Verlauf setzen und den so ein bisschen von hier unten bringen. Denn ich möchte das Ganze hier unten noch ein bisschen mehr ins Orangene ziehen, einfach weil es in der Szenerie so war und weil mir das auch sehr gut gefällt, dieser Kontrast zwischen Blau im Himmel und ein bisschen wärmere Töne unten. Das sind ja auch Komplementärfarben und das gibt dem ganzen Bild noch etwas mehr Spannung. So, das ist von den Einstellungen, sieht es eigentlich schon ganz gut aus. So, ich hatte das vorhin schon mal ausprobiert, deswegen ist das hier noch so eingespeichert und ich klicke hier einfach mal auf Fertig. Jetzt gehe ich hier mal ein Stück weiter runter und wenn ihr meine letzten Tutorials gesehen habt, dann wisst ihr eigentlich auch schon, dass ich die Farbe des Himmels immer noch so ein ganz klein bisschen anpasse. Ich bin hier im Farbton, im Blaukanal und habe diese jetzt ein ganz klein bisschen weiter Richtung Türkis geschoben. Das ist einfach ja persönlicher Geschmack von mir, den ich aber immer wieder mache, weil es einfach mir persönlich gut gefällt. Okay, so jetzt sind wir hier mal auf der Details-Palette und jetzt zoome ich mal zu 100% ran und wir möchten das Bild noch ein bisschen nachschärfen und ich sehe schon, das Bild ist schon sehr scharf, aber ich gebe da immer noch so meinen Standardwert von 80 ungefähr rein. Jetzt haben wir wirklich ein super scharfes Bild. Aber um dem Ganzen im Himmel ein bisschen entgegenzuwirken, denn den möchte ich natürlich nicht schärfen, maskiere ich das Ganze wieder ein wenig aus, drücke wieder die Alt-Taste und alles, was jetzt schwarz ist, wird nicht nachgeschärft. Alles, was weiß ist, wird geschärft. Also ich möchte hier vor allem die Kanten betonen. Übrigens seht ihr jetzt ganz links oben in der Ecke, dass ich da so einen richtig schönen Sensorfleck habe. Darum werden wir uns auch noch kümmern. Den müssen wir auch noch entfernen. Ich werde ein ganz klein bisschen Rauschreduzierung dazugeben. Ja, so ungefähr 10, das ist okay. Soll nichts Großes sein. Dann werde ich bei den Objektivkorrekturen die Profilkorrektur noch wieder aktivieren, die chromatischen Aberrationen entfernen, denn wir shooten hier direkt gegen die Sonne, also hier auf jeden Fall die chromatischen Aberrationen entfernen, das ist ganz wichtig. Ja, und soweit gefällt mir das Bild schon sehr, sehr gut. Was ich jetzt noch machen muss, ist auf jeden Fall die Sensorflecken hier oben entfernen und mich um diesen Lensflare hier so ein bisschen zu kümmern. Das ist in Lightroom möglich. Es ist relativ schwer, weil wir hier ziemlich viel Textur drin haben. Ich werde einfach mal gucken, ob das funktioniert. Ich werde jetzt als erstes mal mich hier oben um den Sensorfleck kümmern. Den sieht man jetzt gar nicht mehr so gut. Aber was man da machen kann, wenn man diese Bereiche nicht mehr sieht, dann kann man hier unten dieses Kästchen hier aktivieren, Bereiche anzeigen und dann hier den Regler mal so ein bisschen verschieben, bis man hier ein bisschen mehr wieder sieht im Himmel. Und dann sieht man schon sehr gut, okay, hier ist auf jeden Fall was. Da klicke ich dann einfach mal rauf und lass Lightroom das Ganze hier ein bisschen korrigieren. Lightroom sucht dann immer in der Umgebung nach einem Punkt, der ungefähr ähnlich aussieht und ersetzt ihn dann einfach dadurch und das klappt sehr, sehr gut. Also ihr werdet am Ende von diesen Sensorflecken nichts mehr sehen. Ja, ich mache das jetzt hier noch ganz kurz mit ein paar kleinen Flecken, die ich wahrscheinlich so, wenn ich das Bild angucke, niemals sehen würde, aber ich weiß halt, dass sie da sind. Und wenn man das Bild dann mal groß ausdrucken sollte und dann doch feststellt, ach, da ist doch ein Fleck, dann ärgert man sich am Ende. Und deswegen mache ich das ganz gerne immer direkt mit. Okay, ich drücke auf Fertig, wenn ich fertig bin. Und jetzt sollten hier auch alle Sensorflecken entfernt sein. Das sieht sehr gut aus. Okay, und jetzt kümmern wir uns noch um diesen Lensflare hier, den ich auch raushaben möchte. Normalerweise gibt es da auch noch andere Tricks, wie man die entfernen kann. Das werde ich aber mal in einem speziellen Tutorial erklären, direkt auch an der Kamera. Das werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Ich klicke jetzt hier nochmal in diesen, Bereichsreparaturpinsel. Genau, so heißt es. Es ist nicht der Kopierstempel, sondern der Bereichsreparaturpinsel. Und werde jetzt hier die Größe nochmal etwas erhöhen, damit wir hier den Lensflare gut abdecken können. Und jetzt ist hier ist der erste kleine Punkt, den ich entferne. Und ich probiere es jetzt einfach mal aus, was Lightroom mir jetzt hier anbietet. Und normalerweise sollte es eigentlich so sein, dass man das am Ende nicht mehr sieht. Ich klicke jetzt hier mal kurz auf Fertig, um mal zu gucken, um mal zu kontrollieren. Ja, also wenn man es nicht weiß, dann sieht man das auf keinen Fall. Ja, und deswegen, ihr wisst es jetzt natürlich, dass ich das gemacht habe. Aber wenn jetzt das Bild jemand anderen zeigt, der dieses unbearbeitete Bild vorher noch nicht gesehen hat, ich schwöre euch, dass ihm das nicht auffallen wird. Und das gleiche probiere ich jetzt mal hier unten. Hier haben wir natürlich noch das Problem, dass hier so ein paar kleine Pflanzen mit dabei sind. Ich werde es trotzdem mal ausprobieren. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Ich klicke mal auf Fertig, mal gucken, was er mir anbietet. Ja, das sieht auch super aus eigentlich. Also da kann man sich echt nicht beschweren. Wenn man es, wie gesagt, nicht weiß, dann fällt das überhaupt nicht auf. Ja, und so gefällt mir das Bild schon ganz gut. Ich werde jetzt hier das Bild noch ein ganz klein bisschen beschneiden. Weil mir hier dieser kleine Felsvorsprung, dieser ganz kleine Felsvorsprung, der stört mich ein wenig. Deswegen
drücke ich die Shift-Taste, damit ich das Seitenverhältnis von 3:2 beibehalte und ziehe das Ganze hier noch so ein bisschen raus. Dann haben wir auch ungefähr diese 2-Drittel-Regel wieder, 2 Drittel Boden, 1 Drittel Himmel, gefällt mir sehr gut. Ich klicke auf Enter, wenn ich fertig bin damit, wenn ich zufrieden bin und dann sollte das Foto schon so ganz gut aussehen. Ich mache das Ganze nochmal in Vollbildansicht. Also wie gesagt, das ist auch mal ein Foto, wo es eigentlich schon mehr Richtung Tageslicht geht. Normalerweise mache ich ja eher Richtung blaue Stunde was, aber in Landschaftsaufnahmen kommt so ein Sonnenaufgang, Sonnenuntergang immer besonders toll, vor allem wenn es noch so ein bisschen nebelig hier unten ist. Also das gefällt mir wirklich extrem gut. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn dem so ist, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert unter dem Video. Ich versuche immer alles zu beantworten. Ja, und natürlich, wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt, abonniert den Kanal für weitere Videos. Also, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Bearbeiten.